Auch Finanzminister Peer Steinbrück will und muss Wahlkampf machen für seine SPD. Die Einladung einer Berliner Schule, die junge Menschen zu Versicherungsmaklern und Bankern ausbildet, passt dem Wahlkämpfer dann auch thematisch gut ins Bild. Der 61-Jährige ist bekannt für seine klaren Worte. Die findet Steinbrück, als er nach den teuren Dienstwagen der Politiker gefragt wird. Auf keinen Fall werde er auf einen Golf umsteigen. Ich sehe das nicht ein. In diesem Ding muss ich telefonieren, Besprechungen abhalten. Ich habe Aktenkoffer mit mir, ich muss dort Akten machen, ich muss Leute mitnehmen. Ich mache manchmal 3-4 Stunden über Land, nachts um Mitternacht, um 4 Uhr zu Hause zu sein. Da habe ich keinen Bock, auf einer Holzbank zu sitzen in irgendeinem Auto. Um Ihnen das ganz klar zu sagen, nicht mit mir. Auch wenn Ihnen das hochnäsig vorkommt, auch im Wahlkampf wird klar ausgesprochen, was Sache ist. Das Ding ist für mich ein rollendes Büro. Ich suche mir übrigens nicht aus, ob das Ding gepanzert ist. Breche mir permanent die blöden Fingernägel an diesen Scheißdingern da ab da. Ich kann Sie beruhigen, ich fahre damit nicht in den Urlaub. Die 300 Schüler wollten auch über Fachliches reden. Von Finanzkrise über Einlagensicherungsfonds bis hin zum Buchtipp des Ministers. Steinbrück blieb keine Antwort schuldig, auch nicht auf die derzeit wichtige Frage, wie es die SPD denn mit der Linken hält, auch nach der Wahl. Mit den Linken kann ich international nicht auftreten, schon auf der EU-Ebene nicht. Ich meine, gucken Sie sich deren europapolitische Position an. Wie können Sie sich vorstellen, dass ich mit irgendeinem Linken auftauche in der Eurogruppe oder im ECOFIN oder im G7-Kreis? Das Gewicht der Bundesrepublik Deutschland würde reduziert werden. Die ganzen Leute würden zu mir sagen, mit wem kommst du denn da an? Was wollen die denn? Deutliche Worte. Das sind Termine nach Steinbrücks Geschmack. Hier kann er mit Fachwissen glänzen und gleichzeitig um die Stimmen der Jungwähler werben. Das muss die SPD auch angesichts der anhaltend schlechten Umfragewerte. Das heißt, was da stattfindet am 27.09. ist nicht irgendetwas, irgendwas Fernes, nach dem Motto, es kann mir egal sein. Und die machen ja schon. Sondern sie haben ein Wahlrecht. Aber das nutzen sie bitte als eine Verpflichtung. Wenn Sie sich für so schlau halten, dass Sie nicht wählen gehen, werden Sie anschließend von Leuten regiert, die dümmer sind als Sie. Und das sollte Ihnen nicht passieren. 2 Stunden blieb Peer Steinbrück. Dann ging es weiter zum nächsten Termin. Natürlich im gepanzerten Dienstwagen.